Eine ereignisreiche Woche in Berlin. Am Montag hatten wir den ersten Bürotag nach 3 Wochen Sitzungspause, am Dienstag die internen Gremien und als Highlight der Besuch einer Schülergruppe vom Laben-Wolf-Gymnasium, mit denen ich diskutieren konnte über alles Mögliche, von Freigabe Cannabis über Diäten im Bundestag. Am Mittwoch hatten wir den Finanzausschuss, wo die Besteuerung digitaler Unternehmen und Dienstleistungen auf dem Programm standen. Am Donnerstag ein langer Plenumstag bis nachts um 12 und am Freitag als Höhepunkt nicht nur die Evakuierung wegen der Bombenentschärfung, sondern auch meine erste Rede im Deutschen Bundestag.